Ich muss unbedingt drauf auf die Alter. Jetzt so geile Beatsen, Junge, ja? Guck da mal. Ich kratze ab. Ja, komm, ich am Fahrrad, Junge. Die ist einfach nur geil, weißt du? Die braucht mich. Die will mich. Die weiß das nur noch nicht. Ja. Du willst mir sehen, aber weißt du, was die kostet? Ja, na, da muss man schon ein bisschen was bieten, also. Zweimal am Tag warm ist Minimum, schon klar. Immer schön rein in Schacht. Genau. Ja, bin ich aufgeregt. Ach, packst du schon? Ja, ich weiß es nicht. Ich hätte da vielleicht doch ein paar rote Hosen mitbringen sollen. Ach so, Knitsch. Na, oder den alten Subwoofer von mir. Oh, da ist er. Oh, Scheiße. Alter, da kommt sie. Jetzt los. Hier, komm. Los, Attacke. Alles breiter. I'm crazy for you, I'm crazy for me. You'll always belong to you, the line of fantasy. Warte mal schon mal, ich wollte dich mal einladen, weißt du? Schöne bei mir zu Hause, da könnten wir doch mal schöner. Ich habe extra eingekauft. Eistorte, Bananen, Gyros, Schaschlik, hä? Wie war's mit uns, ha? Ha? Was machst du jetzt? Du Sexbombe! Ich liebe dich doch! Megan! Ich hab extra die ganze Bude gemischt! Ich liebe dich doch! Scheiße, Junge! Na ja, weißt du, man kriegt mit dem Wetter hier. Ja. Junge. Wenn ich das sehe da, dann bin ich schon wieder bedient, Junge. Was ist denn los, Jungs?
Mann, da trägt's Warenheber ist in Arsch. Ja, und für was brauchst du Warenheber? Alter, ohne Warenheber ist das eine Sache von Sekunden. Hä? Ja, klar. Warum macht er euch nicht einfach die Natur zunutze? Ha? Hä? Was? Willst du einen Fuchs fahren? Ach, nee, pass auf. Also ein Auto, ja, das ist ganz speziell konstruiert. Praktisch wie in der Natur, weißt du? Da sind die Türen, die tragenden Elemente. Wie bei einer Biene praktisch, weißt du? Die kann man nämlich auch an Flügeln hochleiern. Ja. Glaubst du nicht, oder was? Kommt mal mit, ich erkläre euch das mal. Also, pass auf. Warte, also hier, das. Ja. So, und das ganze Prinzip, ja, ja? Das nennt sich Warschauer Wippe. Ist das klar? Die Türen stehen praktisch offen, ja? Also hier, ja, hier haben wir das Corpus Delicti. Das bedeutet, hier an der offenen Tür, da ist der erste Eber. Und das bist du, klar? Mhm. Und da kurz dahinter, also praktisch an der B-Säule, da ist der Second Carrier. Und das bist du, klar? Ja. Gut. Und hier auf der anderen Seite, ja, praktisch da gegenüber, da steht der Antagonist. Das bin ich. Und du bist der Fixateur. Ja, ja, du schnappst dir da drüben den Papierkorb. Okay? Und dann machen wir uns das Hebegesetz zunutze. Ja? Und auf dem Point of No Return schiebt der Fixateur den Papierkorb da drunter und sichert das Ganze. Alles klar? Klar. Auf Position, einen. Und eins. Und zwei und drei! Los, Papier kommt runter! Junge, du schuldest mir eine neue Autotür! Das war ein Fetzke, hä? Hey, Idiot, Junge! Scheiß Tür! Ja, Bruno, Junge. Was war denn da so eine scheiß Tür, Junge? Er soll ohne fahren! Aber echt mal! Ist doch überhaupt kein Problem, Junge! Da besorge ich denn so eine scheiß Tür, weißt du? Von Schott? Von Pfeiffer? Das kostet mich 5 Euro! I know! Das war so ein richtiger Scheißtag heute, Junge. Ich glaube, mit Janette, das hat sich erledigt. Och, das ist doch gut gelaufen. Wie, gut gelaufen? Ist doch gut gelaufen, Alter. Die Olle ist vielleicht gut gelaufen, aber das war's ja schon. Na ja, vielleicht musste sie noch schnell weg. Hatte noch einen Termin. Aha. Bei einem Augenarzt. Oh. Bei einem Augenarzt. Bei einem Augenarzt? Ja, bei einem Augenarzt. Zum Beispiel. Ja, aber was sollen die bei einem Augenarzt? Ich weiß es nicht, ja. Gib mich mal ein Festnetz. Ja. Ach, da steht's gut. Ich warte jetzt im Anruf nicht. Ich glaube, ich muss mich mal bei der entschuldigen, weißt du? Gut. Klingelt. Hallo? Hallo, Janette?
Ja, ich bin's, ja, ich wollte mich mal bei Ihnen entschuldigen. Na, wegen wohin am Netto da, wissen Sie? Ja, ja. Ich wollte Sie ja noch mal einladen. Na ja, so mal schön ins Grüne. Schöne Sonnenschein. Kleinen Picknickkorb. Ja? Ja, und da, wo noch ein paar Vögel und ein paar Bison sind. Na, an die Tränke. Bei den Krokodilen. Hallo? Hallo? Die hat aufgelegt. Aufgelegt? Ey, die ist doch blöd, oder was? Hat die einfach aufgelegt, Junge? Die traut sich was, ne? Ich drehe noch durch, Junge. Ich brauche die Alte. Ich liebe die. Ich muss unbedingt drauf auf die. Da bin ich. Immer wo ich mal zu Bernd. Zum Mähseher. Zum Mähseher, Alter. Der kann doch nicht. Was? Der hat schon vor über ein Jahr vorausgesagt, dass ich ganz nachher totseift. Junge, dass ich Harry totsaufen würde, ja? Das hätte dir jeder sagen können. Na dann nicht. Hey, sehr. Ja, du hast ja eigentlich recht. Ja. Wir können ja morgen mal hingucken, fragen kostet ja nichts. Gib mir meine Soße. Warte, hier. Hier, meine. Mann. Den machen wir heute noch alle, ja? Na, fuck. Na, ja, den. Nicht die Thermoskanne von der Oma. Nein, hör auf. Ich. Alles von der Küchen. Die ganzen Federn, ja. Na und jetzt? Sokofort. Junge! Na da! Junge. Ey, das regt mich auf. Weißt du, manchmal, da glaube ich, bei dir hat irgendjemand einen Skatstecker gezogen. Junge. Ist mein Kaffee fertig? Ach, scheiß auf Kaffee, los! Wie, scheiß auf Kaffee? Was ist denn jetzt so? Nicht zu Bernd. Oh, Alter, Junge. Scheiße auf Kaffee! Das ist was ganz Besonderes, Junge. Er kommt aus Kolumbien. Kannst du glauben? Er wird da geerntet. Da macht die ein riesiges Lagerfeuer. Ja, hör zu. Und dann tanzen die alle nackig drumherum. Nackig? So komplett nackig, na klar. Geil. Und danach kamen die so lange in der Erde, ja, bis es nicht mehr geht. Nackig. Geil. Und erst danach, ja, danach war die den Kaffee mit dem Multiker und Rösterei. Kaffee ist auch gut gegen Husten. Echt? Ja. Hier werden so wundersame Eierkräfte nachgesagt. Das ist auch gut gegen grauen Star, weißt du? Der wirkt lebensverlängernd. Lebensverlängernd, na klar. Was? Hör auf. Wenn du ungefähr so 10.000 Tassen im Jahr säufst, dann stirbst du nicht.
Niemals! Niemals! Nie. Ja, doch! Du stirbst halt ein bisschen später, weißt du? Und warum werden die ganzen Kolumbianer dann nicht 200-300? Weil die alle nur den Löslichen saufen. Na prima. Weil die alle... Junge, jetzt sag ich... Was ist denn jetzt los, Junge? Alter, der scheiß Mutter, ey. Alter, ist der Scheiß wieder immer noch drin? Na klar, der Idiot. Das ist doch keine Lösung, ja, Alter. Das klappt. Da muss ich ja mal was anderes einfallen lassen. Nee, der muss nachher mal kuchen. Wie? Na, Kuren. Wie Kuren? Kuren im Internet. Oh, Internet. Ich das immer höre, Internet, das hat doch keine Zukunft, Alter. Das Internet. Das ist eine Totgeburt. Das braucht kein Mensch. Genau wie Biergläser, die braucht auch keiner. Das stimmt. Naja, also. Wo willst du denn hin? Na, zu Bernd. Ist gerade vorbeigefahren. Habt ihr das Ding hier schon von Rainer gehört? Der hat in seinen Hirten einen riesen Loch gegraben und sein Motorrad da reingestellt. Und dann hat er es angeschmissen, hat das mit Erde zugeschoben und hat dann mit der Stoppuhr geguckt, wie lange er das Ding unter der Erde aushält. Schlimm, ja. Du, Bernd, mach was anderes. Wir haben da ein Problem. Der Kollege hier, der wollte mal, das ist alles ganz schlimm vor dem. Hat er geklaut oder was? Nein, Quatsch, nein. Wir wollten einfach nur mal in die Zukunft gucken. Wegen Picknick wollten wir mal in die Zukunft gucken, wie er das anstellen soll mit der Frau. Da hat er schon ein bisschen was probiert, aber die fährt dann immer weg. Alter, was erzählst du vor Scheiß, Junge? Ich? Hey, ich will einfach nur drauf auf die Alte. Und Fubi. Genau. Ja. Kannst du mir da vielleicht weiterhelfen? Also Jungs, noch mal ein Klartext. Der will praktisch bloß die Wams noch döser verschnurbeln. Janet, genau. Mhm. Alles klar. Darf ich mal? Also Jungs, das sieht ja nicht mal so schlecht aus. Da gibt's nichts zu meckern dran. Also die beiden Messer da, die könnt ihr vergessen, das kürzt sich weg. Das ist nebensächlich. Das interessiert ja nicht weiter. Also die größten Gaben, das gefällt mir eigentlich gut. Was es nun genau bedeuten soll, das weiß man nicht ganz genau. Also ich weiß hier nicht alles. Aber man kann vieles draus rauslesen, wenn ihr das wollt. Wenn ihr es wollt. Also Jungs, man könnte jetzt auch mit dem Satz des Pythagoras rangehen. Aber... Was soll's? Oh. Und das stimmt ja nicht. Was ist denn? Ach du Scheiße. Alter. Ich kratze ab. Das ist ja der absolute Hammer, Junge. Alter. Das musst du dir mal vorstellen. Alle 100 Jahre. Rouladenkönig. Ja. Das Wort. Das bedeutet? Kalk! Was? Tequila! Ach, du Arsch! Du hast nur Saufen in Chette! Nein, das bedeutet eine umfassende Recherche, meiner! Ja,
Junge, ich fühle mich wie in Akte X. Hör auf mit den Scheiß hier. Also hier, guck mal. Titanic Inferno. Also, Unglücksursache aufgeklärt. Eine Propangas-Explosion in der 8. Klasse verursachte einen Ruderkettenschaden und machte das Schiff manövrierunfähig. Hm. Der Luxusliner ist daraufhin über 48 Stunden in Kreis gefahren und letztendlich mit einem Eisberg kollidiert. Zur Explosion kam es, nachdem eine junge Frau versuchte, mit einem Gasbrenner und zwei Rollen Dachpapier undichtes Kabinendach zu versiegeln. Hier dabei aber die Arbeitsschutzmaßnahmen nicht ein. Das kommt davon, ja. Mann, ja. Was gibt's noch hier? Großbrand in Hundehüttenfabrik. Schlechte Zeiten für Struppi, Bello und Co. Junge. Alter! Alter, gucke! Ich habe es gefunden! Ich kratze ab! 2 Tage nach Krönung geplatzt! Hier steht's! Die Rolladenkönigin Jeanette Permersdorf ist tot! Junge, jetzt haben wir's! Kaum ist der König Krönungsjubel verstummt, teilt die Welt die dramatische Nachricht von Tode der Jahrhundertköchin. Am Montag, am 28. Januar, fanden Nachbarn den zerplatzten Leichnam. Alter! Die Gendarmerie kommt zum Schluss, dass der übermäßige Verzehr ihrer selbstgekochten Speisen zu einem tragischen Tode führte. Die seit mehreren Jahren alleinstehende Rouladenkönigin hinterlässt dem deutschen Volke zahlreiche Back- und Kochrezepturen. Das Begräbnis und die anschließende Trauerseier sind für nächsten Freitag angedacht, Junge. Guck mal, 18.12. 18.12? 18.12. Wieso 18.12? Alle 100 Jahre. Wie, alle 100 Jahre? Alle 100 Jahre? Achso, na, alle 100 Jahre. Na ja, klar, ja, ja, warte. Ja, stimmt. Und? Da hab ich's, Alter. Gucke. Rouladenkönigin läutet neue Ära der gutbürgerlichen Küche ein. Alter, Junge. Das ist aber eine Wespennest gestorben. Ich glaube auch. Napoleon gratuliert. Junge. Feierlich präsentiert Jeanette Chatterley der Feinschmeckerwelt ihre neuen Rezepte. Unter anderem mit Glanzkreationen wie Eisbein, hey, sowie Matzecken, Karpfenblau und Strammer Max. Voller Stolz präsentierten die Stadtältesten dem französischen Feldherrn die über 300 Jahre alten Lutherbriefe. Luther? An die damalige Jeanette von der Fore weiter. Die brauchen wir. Alter, die brauchen wir unbedingt. Aber Sie müssten sich jetzt ein bisschen beeilen. Ich habe noch einen Termin. Ich muss zum Friseur. Gut. Alles klar. Schön vorsichtig. Nicht kaputt machen. Alter! Ich gehe kaputt! Hochwohlgeborenes Fräulein von der Vorreweide. Im Namen meines geschätzten Vaters sowie der gesamten Verwandtschaft und selbst wohl auch in meinem bedanke ich mich für die köstlichen Speisen und kulinarischen Verzückungen ihrerseits auf dem Geburtstag meines alten Herrn. Wir sind uns alle einig, so 70. haben wir noch nicht erlebt. Mit ihrem Rindfleischsalat, da könnte ich mich behängen. Einfach ein Kracher. So möchte ich Sie untertänigst bitten, mir auf schnellstem Wege die Rezeptur zukommen zu lassen.
Alter. Hier ist noch einer. Teure Jeanette, der Mohnkuchen ist gestern angekommen und ist mehr als köstlich. Die Liebe und Hingabe, mit der sie ihre Köstlichkeiten zubereiten, konnte man förmlich schmecken. Sie sind ein Leuchtfeuer der Hausmannskost und mit Freuden komme ich ihrem Anliegen nach, sämtliche Rezepte aus dem Latein ins Deutsche zu übersetzen. Alter! Na, das klingt, als wenn da drauf auf der war. Meinst du? Da hat er doch bestimmt mal dran gehalten. Ja, du hast recht, Alter. Ja, hör ich mal. Liebste! Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale kochst du, meine Königin, den lieblichsten Schmaus der Welt. Mache doch mal wieder Hackbraten oder Hefeklöße. Da könnte ich mich reinsetzen. Oder vielleicht Eierkuchen. Du bist echt klasse. Dein Martin. Dein Martin. Krass. Also ich vermute ja, wenn die gehen zum Bekochen haben, dann platzen die. Was? Weißt du? Also die erste Jeanette, ja, die von der Vore weiter, die hatte Martin. Huh? Die zweite, die ganzen Franzosen, ja, und die dritte von 1912, die hatte Ken. Und wohin mit dem ganzen Futter? Immer schön rein in den Karton, huh? Bis es Fapp macht. Tequila! Ich habe Angst um die, huh? Dass die sich nicht das ganze Futter alleine reindreht. Huh? Weißt du? Sonst platzt die. Tequila! Na gut, einen auf den Schreck. Huh? Ah, dann gucken wir da hinten, dein Kumpel. Was, der Mann mit eisernen Maske oder was? Dahinter. Alter, der regt mich auf mit seiner scheiß Autotür, Junge. So, Jungs, hier eures 2-4. Von der schöne Goldgelbe, ne? Das ist was Feines. Ja, Mann, das ist doch das Letzte. Was? Ich habe doch morgen hier meinen großen Tag hier. Mein Stadtrat! Ach, Stadtrat, hör auf, Junge! Die haben jetzt dein Gesetz, die hat es geschlossen, hast du auch wieder erzählt. Da muss jetzt ein Kilometer Eisenstange hausieren. Und der hat doch die Magnetenkrankheit. Was meinst du, das ist nur unser Eckel, ey? Guck der, ist komplett leer, ja? Guck her, leer. Abracadabra! Ha! Ist doch Janis, Junge! Hallo! Hallo! Hochverehrtes Publikum, meine lieben Damen und Herren, wir haben uns heute hier eingefunden, um meine neue Machbarkeitsstudie anzugucken. Das Projekt Hauptstadt der Herzen. Und da hat der Mutter Stuttgart geguckt, wie lange das Ding unter der Erde aushält. Ja. Moment. Was? Wo wollen Sie hin? Ich noch mal bei mir Kumpel. Ich rufe dich gleich zurück. Also können Sie unmöglich jetzt rein. Unmöglich? Ja? Ja. So. Und als ich so...
Und als ich so im Gras lag, hatte ich auf einmal das Gefühl, warum bauen wir nicht in die Kinokurve einen schönen großen Fernsehturm? So ein Fernsehturm hat viele Vorteile. Man hat eine schöne Aussicht und erwartet das Stadtbild sehr gut abrunden. Des Weiteren könnte die Feuerwehr problemlos ihre Schläuche drin trocknen. Stopp. Ich muss jetzt an der Stelle mal unterbrechen. Junger Mann, das ist ja wirklich schön, was Sie für Ideen haben. Aber wir brauchen ja andere Attraktionen. Gucken Sie mal hier. Kurz nach der Wende haben wir uns Excalibur nach Eisleben geholt. Lud hatten wir zum Glück schon. Geburts- und Sterbehaus. Und jetzt versuchen wir noch Elvis Presley zu kriegen. Wozu brauchen wir noch einen Fernsehturm? Naja, man könnte von der Spitze zur Spitze vom Berliner Fernsehturm ein Stahlseil spannen und da ist dann Platz für 1 Milliarde Vögel. Mach dir deine Strauß auf. Es ist scheiße, ja, das war gut, was du gemacht hast. Die haben alle keine Ahnung. Ja. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Jetzt gehen wir schön zum Fleischer und da holen wir uns ein Kilo Jagdfleisch. Und da sieht die Welt schon ganz anders aus. Wirst du sehen? Jetzt nach vorne, so Sprühjagd sehen, weißt du? Was? Sprühjagd, das greift der Bämme dort drauf. Aha. Das erfinde ich. Du und erfinden, Alter, na klar, Junge. Weißt du, voll was? Der scheiß Fernsehturm. Letzte Woche Strahlengewehr. Ja. Und jetzt noch Sprühjagd. Du kannst nicht mehr erfinden, wie ich an Jeanette rankomme. Du meiner, da gibt es eine Möglichkeit. Und wie? Du musst das so machen hier, wie beim Finnland-Syndrom. Was?
Na, wo sind die Geiseln immer in den Führer verliehen? Junge, das heißt Stockholm-Syndrom. Finnland-Syndrom. Junge, Junge, Junge. Seid ihr jetzt noch entführen oder was? Nein. Junge, vor sowas Mann, was da habt ihr jetzt den Kahn? Warte doch mal. Nein, wir müssen doch nur solche Bedingungen schaffen. Aha. Am Netto ist dort da die Schleuse mit den zwei Glastüren. Ja, ja. Stell dich mal folgende Situation vor. Mhm. Die ist doch Mittwoch früh immer der Erste. Mhm. Ja. Und wenn die dann die erste Tür eintriegelt, dann schleichst du dich mit rein. Mhm. Und ich kappe in der Zwischenzeit draußen der Hauptleitung. Und ihr seid mindestens für 3 Stunden da drin gefangen. Junge. Ich kriege noch eine Autotür von dir. Nee, Alter, das machen wir nicht. Vergiss es. Das kannst du kriegen, Junge. Noch nicht. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Ja. Man müsste es doch irgendwie über Jeanette ihren Vater probieren, weißt du? Weißt du, das doch, Herr Assi. Blöden? Da hat er schon 2-mal gesessen. Das ist doch scheißegal, Alter. Ich kann doch wenigstens bei dem mal hinrammen und um Jeanettes Hand anhalten, oder nicht? Da wird auch bei dir die Hand anhalten. Oder du bietest ihn als Mitgift die technischen Unterlagen vom Todesstern an. Was? Alter, hast du eine Macke oder was? Weißt du, was die wert sind? Junge, das ist meine Altersvorsorge. Nichts gibt's, Junge. Mann. Aber eigentlich hast du ja recht, ja? Aber wie musst du den ja beeindrucken? Den und beeindrucken? Der hat 6 Jahre im Bautzen gesessen. Wegen Tierquälerei. Aha. Tierquälerei. Gib mich mal ein Festnetz. Da. Ach, da steht's gut. Hallo? Ja, schönen Tag. Ich hätte gerne mal die Nummer von Jeanette, ihrem Vater. Ja, ja, von der kleinen, die nicht arbeitet. Genau, genau, genau. Ja. Was? Die ist doch nicht fetter. Die hat einen großen Körper, das ist alles. Ja, von ihrem Vater. Gut, danke schön. Klingelt. Hallo? Ja, hallo? Haben Sie Interesse an illegalen Hundekämpfen? Was? Es ist doch egal, wer spricht. Nein, nicht die Polizei. Ich wiederhole. Haben Sie Interesse an illegalen Hundekämpfen? Ja, ja, da können Sie bis zu 1000 Euro gewinnen. Oder Roller. Ich will mitmachen. Ja, am Telefon ist schlecht. Ja. Na, passt sie vielleicht übermorgen. Ja, ja, da könnt ihr das alles mal ganz erklären. Ja, wir treffen uns am besten auf neutralem Boden. Ja, ja, das sieht nur bei einem Autoglaser. Ja. Um 3. Ja. Also um 4. 3:30. Also zwischen 3:30 und 4. Ja, gut. 10:50 muss ich mit Ihnen rechnen. Ja, 5 würde auch gehen, aber wissen Sie, ich erledige die Dinger immer ein bisschen früher, wissen Sie? Ja, da habe ich noch was von da. Eine frühe Vorwahl, wissen Sie? Da hat es besser. Wegen der Katze. Nein, 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 Hundekämpfe. Ja, ja. Also 3:50 muss ich mit Ihnen rechnen. Also zwischen 3:30 und 4. Ach, wissen Sie was? Ich stehe ab um 3 da. Gut. Er hat angebissen. Ja. Ja. Und jetzt? Was denn jetzt? Jetzt brauchen wir einen Plan. Was soll es? Ja.
Man müsste irgendwas inszenieren. Und was? Na, irgendwas, dass der Respekt vor dir kriegt. Da muss denken, du bist in Iceland der King. Der Overking, bitteschön. Ja, 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 klar. Und wie willst du das machen? Ja. Das ist die Frage. Man könnte das aber auch wie bei den Stiefelten Kater machen, wo die den König da dreimal verarscht haben, ja. Weil der Kater die Leute gebrieft hat, dass die das und das sagen sollen und der glaubt das auch noch. Aber du musst dann den Kater machen, ja? Wir brauchen doch keinen Kater. Wir machen das mit den drei Stationen und fertig. Mhm. Das ist doch kein Aufwand. Nee? Ach, ne, was brauchst du da? Was weiß ich? Nee, dann nehmen wir als erstes Janine und Jacqueline. Wir hätten noch ein bisschen. Gut. Aha. Dann kommt ein Sarah ins Spiel. Ja. Was ist der Bulle? Ja, ja, das ist cool. Aha. Und dann brauchen wir noch ein paar Schauspieler, die sich als Tracker verkleiden. Aha. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir die richtige Strecke abfahren. Aha. Und wenn der mich dann abholt, ja, dann werde ich den einfach sagen, also bevor der mich abholt, dass ich noch was ganz Dringendes zu erledigen hätte. Und der soll dann direkt einen Kurs aufs Bares nehmen. Hä? Da gibt's nämlich noch einen Weg dahin. Weißt du? Ja, da wird er zu Hundekampf. Ja? Was denn mal für Hundekampf? Also, das ist doch scheiße. Ja, Alter, das habe ich denen doch nur gesagt. Um den ein bisschen anzugötern, weißt du? Und wenn ich den dann angegötert habe, dann versuche ich das irgendwie nächsten Tag denen beizubringen. Also, pass auf, wir postieren uns in der Freistraße auf der Oberhütte und als drittes ziehen wir bei Bares wieder die Trackernummer ab. Aha. Aber das machen wir diesmal genauso, wie wir das damals mit dem Chef und Saunapalast gemacht haben. Gehen wir es doch mal durch. Ja. Ja, ihr fahrt da alle Bäder bei Bares auf dem Auto hoch. Aha. Dann steige ich da ganz cool aus. Aha. Und dann gehst du alleine in die Werkstatt. Und da schmeiß ich dann zwei, drei Schränke um, dass da draußen denkt, ich wäre total wahnsinnig. Und in der Zwischenzeit kommen auf mein Zeichen hin drei, vier Schlägertypen, die Janettes Vater besitzen. Und bevor es richtig zur Sache geht, kommst du aus der Werkstatt, lass den präparierten Blutchen Schraubenzieher fallen und scheure jeden von den Jungs so lange eine, bis die abfatzen. Genau. Naja. Meinst du, das reicht? Ich meine, der Typ ist knallhart, weißt du? Das ist keine Lullerpuppe. Ich glaube, da müssen wir mal die Samthandschuhe ausziehen. Sonst kriegt er noch Lachkrampf. Ja, da muss man nur ein bisschen was einfallen lassen. Mhm. Ich improvisiere am besten. Alter, du und improvisieren, wenn ich das höre. Der Sauna-Heini, der humpelt heute noch. Diesmal klappt's. Hundertprozentig. Verbau mir. Das wird eine geile Show. Ich weiß es nicht. Da bräuchte noch so ein Losungswort. Weißt du? Losungswort? Ja, Losungswort. Ja, falls irgendwas schief geht. Eine Parole. Ach, ein Losungswort. Ja, wie Alibaba hier und die 40 hier. Bei wem? Na, hier, die Höhle hier. Hüpfen wir mal, bitte öffnen Sie. Junge, das heißt Sesam, öffne dich. Ja, Sesam, öffne dich, meine ich. Echt? Alibaba, Junge. Vorsicht. Ja, ja, ich passe schon auf, Junge. Wir nehmen am besten den Überbegriff Getreide und Jud. Getreide als Losungswort? Ja, Getreide. Aha. Das ist so eine Scheiße hier. Das ist so... überhaupt nicht fuhrersicher. Siehst du? Was machst du denn? Los, rein. Phantomkommandomäßig muss das abgehen. Das ist zwar alles nur Theater hier, ja, aber bitte nicht so Bummi-mäßig, ja. Volle Härte. Das darf nicht aussehen wie bei Winnie-Du 3, ja. Alles klar? Jawohl, Herr Kaloi.
außer mal hier den Dach. Ich glaube, es zieht sich zu, ha? Das hatten sie aber auch angesagt. Willst du einen Schluck? Ha? Ich bin auf Speed. Klar. Aber ich esse von. Was bist du, Abfuhrkunde? Was willst du vorher von mir? Ich kapier's nicht. Na, immer mit der Ruhe, Junge, weißt du? Wo ist denn nun der scheiß Hundekampf? Ich meine, ich kenne die drei auch nicht. Ich muss oft mal alles ableuchten. Es muss doch wasserdicht sein. Wie? Wasserdicht. Ach, passiert doch irgendwas. Guck her, mein Freund. Das ist Rock. Fahr mal zu Bares hoch, Junge. Da siehst du Rock. Warum denn? Zu Bares? Da sind so ein paar Tracker. Und die wollten mich bei der letzten Lieferung nämlich verarschen. Aber weißt du, da verstehe ich keinen Spaß. Wenn mich einer linkt, ja, das ist ein Bruch, Alter. Das ist Gesetz. Wenn ich irgendwie hier so, dann will ich das auch. Und da darf mich keiner verarschen. Da könnte ich durchdrehen. Die kriegen alle eine mit der Flachen. Fahren wir hier vorne rechts ran. Hier bei den Drecksnutten. Geil, die Topnirre. Ja, die laufen für mich. Der Schlüppis! Attacken ran! Ist das alles oder was? Ab in der Peilerstellung! Also, um nochmal zurückzukommen auf die Hundekämpfe, ja, also was ich dir anbieten kann, das nennt sich Hühnerschrecking. Weißt du, das ist so ein Karree, 10x10 Meter, da kommen 100 Langhalshühner rein. Also absolut vitale Tiere. Die werden vorne nochmal schön enteit. Sind das Bullen da vorne? Jo. Na, fahr mal rechts ran. Was? Bei den Bullen? Ja, bei den Bullen, fahr ran. Was war denn das eben? Also wie gesagt, absolut vitale Tiere, weißt du? Junge, das gibt's doch nicht. Und dann wird der Hund schön scharf gemacht. Da kriegt er mal vorher Glaswolle und einmal kein Wasser über den Wanst. Tür auf und dann hat er 3 Minuten Zeit. Operation Angelo läuft an. Und der amtierende Champion, ja, der Schnapper, der ist ganz groß, Junge. Der hat innerhalb von 3 Minuten 84 Hühner glatt gemacht. Und die Legende, ja, die besagt, den haben sie als Welpen schon so scharf gemacht, ja, dass er nur noch rot sieht. Geil. Also den haben sie sozusagen eine richtige Hühnerphobie eingetrichtert. Alter, was ist denn hier los, Junge? Was geht denn ab? Was ist da von uns? Junge! Oh!
Ich wollte Montag nach Sardinien. Was ist denn das für Scheiß hier? Ja, da ist er ja wieder. Junge, Junge, Junge. Ist mein Kaffee fertig? Mhm. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn überhaupt los? Wieso ist denn hier Weihnachten? Alter, du kannst doch nicht mit den riesen Ding auf das Auto drauf rummern. Das schöne Auto. Hast du eine Macke? Da wollte nach Sardinien, ja. Oh, Kaffee. Brauchst du mal Kaffee? Wie lange war ich denn eigentlich weg gewesen? Knapp 4 Monate. 4 Monate? Ist ja September. Scheiße, Alter, ich wollte doch noch beim Nachbarn der Einfahrt pflastern. Da habe ich ja zum ersten Mal einen Tag drauf eine Tür verpasst. Wer hat einen Skandal, Simon? Na ja, der Klingone. Der Klingone? Alter, der hat 7 Bügel geschluckt. 7 Bügel? Ja. Das ist ja Oberkrone. Ja? Das ist ja fast Copa-Klasse. Da wollte ich eigentlich dieses Jahr mit Jeanette hin, weißt du? Apropos Jeanette, hat die mal nach mir gefragt. Alter, die ist ganz groß rausgekommen. Die ist jetzt ein Star. Wie groß rausgekommen? Warte. Da, da ist er. Was vor Hunderten von Jahren noch als bestgehütetes Geheimnis des Vatikans galt, ist heutzutage Anlass für eine Feierlichkeit der ganz besonderen Art. Alle 100 Jahre, so die Überlieferung, wird in Eisleben die perfekte Köchin geboren, die an ihrem 25. Geburtstag dem gemeinen Volke präsentiert wird. Zur Krönung der Rouladenkönigin versammelten sich in der kleinen, verträumten Lutherstadt Stars aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Höhepunkt der Krönungszeremonie war zweifellos der Empfang des japanischen Kaiserpaares mit anschließendem Besuch der erst kürzlich nach Eisleben verlegten Elvis Presley Grabstätte. Auf der anschließenden Pressekonferenz überzeugte die überaus charmante Jahrhundertköchin mit Wortwitz,
kulinarischer Fachkompetenz und einer Überraschung ganz persönlicher Natur. Unter Anwesenheit hunderter Journalisten gab die Königin überglücklich ihre Verlobung bekannt. Der vielversprechende junge Mann freut sich schon sehr darauf, seine zukünftige junge Frau tatkräftig in der Küche zu unterstützen. Ist das nicht der Kunde mit der Autotür? Junge.